Hey, there was more, right? I mean, like that time. Anyone? I think... Yes? I think that we should stop. Maybe. For now. Let's go. Leute, wir sind fast da. Da hinten liegen schon die Ruinen von Zanakend. Beziehungsweise, ja doch, eigentlich sind sie schon fast die Zanakend-Ruinen. So, und jetzt ist es weiter zum Dom von Zanakend. So, aber ich kehre noch einmal kurz um und schaue, ob hier nicht irgendwie eine Truhe oben ist, weil das hat mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt, dass da oben dieses Ding ist, aber auf dem Minimap, aber da scheint nichts zu sein. Alles klar, dann gehen wir weiter. So, und das Epische hier an diesem Ort ist einfach, dass man einfach diesen Weg entlang läuft, diese Musik hört, diese leiblosen umherirren sieht und ja, einfach, es passt einfach so episch, weil das Ziel, das ist so nah und wir wissen, dieses Ziel ist auch gleichzeitig auch so, ja, schrecklich oder traurig zugleich und dieser Ort und diese Musik, die untermalen das einfach so besonders. Einfach schön. Das Geile daran ist natürlich auch, dass wir jetzt bei diesen Battles auch immer noch die Musik im Hintergrund behalten. Das ist atmosphärisch einfach ziemlich, ja, meisterhaft gemacht worden. Wirklich. Also ich finde es einfach nur klasse. Was mich gerade ein bisschen wundert, ist, dass Yuna jetzt in unserer Partie drin ist, aber... Das ist ja jetzt... Achso, nee, das braucht mich gar nicht wundern. Wir haben ja Yuna im Bossfight benutzt, deshalb... Macht das schon in gewissermaßen Sinn? Warte mal... Bekommen wir vom habe ich vom Teufelsbrüdling letztes Mal was gelernt? Scheinbar, weil der hatte ja Himmelswind. Ich hoffe, dass wir es gelernt haben. So. Gravitas! Mach ruhig weiter so. Mich besiegst du so auf jeden Fall nicht. Himmelswind! Oioioi! Wie viel HP der gerade damit recovered hat, das ist unglaublich. Also das ist nicht unglaublich, aber das ist ja schon sehr viel, ne? Wir haben den Schaden bis jetzt noch nicht ausgeglichen. So, Yuna, wir tauschen dich mal eben kurz mit Auron aus. Vielleicht kann Auron da ein bisschen mehr machen. So, vielleicht aber auch nicht. So, Tidus holen wir auch nochmal rein. So, da sind wieder nur Leute drin, die einen gewissen, ja... die halt schneller agieren können, weil unsere HP im, ja, normalen weißen Textbereich ist. Alter. So mache ich das Ding auf jeden Fall nicht platt. Wow. Also, Flair ist schon ziemlich hart. So, wir benutzen hier einmal Haska. Vielleicht haben wir dann mehr Chancen. So, ansonsten kraftig Magiebrecher könnte man... Magiebrecher kann ja auch nicht verkehrt sein. So, besser wäre aber wirklich einfach nur ein Panzerbrecher, ey. Das wäre so sexy, dann wäre er so schnell down. So, schade, dass ich kein normales Gemach habe. Genau, chill eine Runde. So, daneben, ja, klasse. Ich hab dich auch lieb, mein Freund. Es wäre so einfach, den einfach umzuboxen. So, ich habe irgendwie gerade... Mir ist gerade die Lust vergangen, den zu fangen. Wirklich. Aber wir haben jetzt schon so viel Energie in den Gegner reingepumpt. Aber jetzt ist langsam vorbei. So, wir probieren diesmal auch eine neue Fähigkeit aus. Und zwar Holosiderit. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das richtige überhaupt drücken. Oh Gott. Sorry, Leute. Ich habe es nicht hingekriegt. Ansonsten wäre der Gegner weggeflogen. Das ist einfach viel zu... krasse Umgewöhnung, wirklich.
Und ich kann mich da echt nicht dran gewöhnen, mit einem PlayStation-Controller zu spielen und dann diese Tasten da an sich, die zu drücken, gar kein Problem. Wenn die farblich dargestellt worden wären, dann hätte ich gesagt, gar kein Thema, das kriege ich hin, aber so hat mich das mit X und A wieder total auseinandergeworfen. Verdammte Axt, jetzt geh doch verrecken, du Mistvieh. Yuna, es wird Zeit, dass du eine Bestie benutzt. Bahamut, komm herbei und beende diesen Schreck. So, Impuls. ...5500 Schaden. Na, was willst du dagegen machen, du? Du Arschgesicht, du. So. Ist auf jeden Fall wahrscheinlich einfacher zu fangen, wenn man ganz am Anfang sowieso zweimal Impuls oder so used, dann passt die Sache, oder zumindest einmal. So. Jetzt ein bisschen unsere Charaktere wieder auffreshen. Sie haben es ja vor allem verdient. So. Yuna, du kannst auch nicht weiter, ne? Wir stehen jetzt alle hier vor dieser magischen, schönen Wand und können alle nichts tun. So, aber schon bald... Ja, hoffe ich mal, dass wir uns da weiterentwickeln können. Looks like the far plane. Close enough. So ähnlich. Ja. Recht haben sie, so ähnlich. So viele Illumina schwirren hier durch die Gegend, das ist ja wirklich schon erschreckend. Aber irgendwie auch schön zugleich. Kein Platz mehr für Ashura, na das sehe ich eigentlich gern. Waka! How about Ahriman fangen, ha? Huh? Ahriman gefangen, super. Die Todesattacke ist blendend. Alter. So. Wir haben jetzt nochmal diesen verdammten... Ja. Dreckspudding. Wir fliehen einfach mal eine Runde. Ich habe da nicht so viel Laune dran, den nochmal zu bekämpfen. Wir haben einen Mentalarm bekommen. Ich weiß ja nicht genau, was der macht, aber irgendwas mit... Irgendwas mit... Schauen wir mal. Was hat der denn? MP-Generator. Ohne Scheiß. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist ein MP-Generator, aber... Ja, hätte ich es doch einfach mal gesagt. Dann kann ich hier wieder mit meinem Wissen strotzen. Ja, total. Ich bin in Final Fantasy 10 auch in vielen Dingen einfach unwissend. Zum Beispiel, weil wir ja gerade so ziemlich krass OP sind, eigentlich, vom Damage her, fehlt es mir gerade ein bisschen an dieser strategischen Taktik, die man bei den Bossen eigentlich immer hatte. Aber so viel Strategie hatte ich bei den Bossen auch noch nie wirklich in Final Fantasy 10. Ich habe eigentlich vieles immer durch Draufkloppen einfach erledigt. Besonders, weil man ja eigentlich die Möglichkeit dazu hat. So, und hier wären wir. So, wenn man sich das hier so recht anschaut, ja... Dann könnte man vermuten, was das für ein Ort ist. Also meine Vermutung ist es... Moment, ich kann es euch gleich nochmal sagen. Wir sind beim Yevon Dome. Und ich finde, das sieht irgendwie aus wie... das Blitzballstadion. Sehr, sehr. Journeyer of the long road, name yourself. I am the Summoner Yuna. I have come from the island of Besaid. Your eyes, my dear... Show me the long road you have traveled. Very good. You have journeyed well. Lady Yunaleska will surely welcome your arrival. Go to her now and bring your guardians with you. Go. Yes. So, jetzt startet hier die Prüfungsmusik. Warum genau, weiß ich zwar nicht, aber...
might benefit the future of Spira, I will gladly give my life. It is the highest honor for which a guardian might ask. Use my life, Lady Yoken, and rid Spira of sin. What? What was that? Our predecessors. She said Lady Yoken, didn't she? Wait, she guarded High Summoner Yoken? This dome is filled with fireflies. It's like one gigantic sphere. People's thoughts remain here forever. Na, das ist doch eigentlich eine schöne Sache, Erinnerung, aber wenn ich die ganze Zeit so rumlaufen würde und die ganze Zeit so nicht existierende Menschen sehen würde, würde ich mir auch so denken, holy crap. So, hier haben wir viele, es erinnert ein bisschen an die geweihte Brücke. Hier haben wir viele alte, Soldaten, was heißt alte Soldaten? Ja, Soldaten, die tot sind, also die haben gerade den Zombie-Zustand auf sich. Theoretisch könnte man die mit einer Phoenix wieder auch töten, aber wir haben zudem aber auch noch irgendwie, komischerweise, frag mich nicht warum, aber wir haben ja auch immer noch diese, mechanischen Gegner. Was sie hier wirklich zu suchen haben, weiß ich jetzt nicht, aber gut. Die liegen hier einfach so mal auf dem Weg und, sind wahrscheinlich für das Medium so ein gewisses Extra-Training scheinbar. I don't fucking know, really. So, da bekommt man ja fast Bock, einfach mal Mega-Potion drauf zu werfen. Wir haben sowieso jetzt, keine Ahnung, 98 Stück noch. Machen wir aber einmal, um einfach mal zu demonstrieren, wie schön eigentlich dieser Zombie-Zustand ist, den diese Untoten hier haben. Das war jetzt zwar, finde ich, schon so ein bisschen Potion-Verschwendung, also Mega-Potion-Verschwendung, aber hey, für Demonstrationszwecken kann man das ja mal machen, oder? Wir haben ja gerade bekommen, ein Prismenschwert. Was zur Hölle ist ein Prismenschwert? Also, was ist da drauf? Zauberkonter, ah ja. Interessant. So, hier haben wir 10.000 Gildringe gefunden und hier haben wir weitere Soldaten. Aber diese schalten wir dieses Mal auf herkömmliche Art und Weise aus. Und zwar mit saftigen Auto-Hits. So. Eieiei, hier ist Panzerbrecher wieder toll. Ansonsten, ei. Kann man da nicht so viel gegen machen. So, man kann sich zur Hilfe einfach mal auch Bestes wieder hier nehmen. Das ist gar kein Problem, gar kein Thema. Schadet nicht, ist super duper. Also, mein Weg hat auch Nachteile. Und zwar, weil wir viele Skills nicht besitzen, um ja solche Gegner halt easy peasy auszuschalten. So, ich habe jetzt eigentlich gedacht, Falfaris würde dem Ding ausweichen, aber das, dem ist leider nicht so. So, wir probieren es weiter mit Schallschwinge. Unsere Ekstase brauchen wir nicht benutzen. Würde ja eh 9090 Schaden machen und das ist eigentlich, ja, wenig. Also da können wir auch normale Hits drauf packen. Allerdings könnte ich es jetzt nicht sehen, wenn das Viech jetzt einfach Falfaris platt macht. Deswegen rufen wir Falfaris einfach mal kurz zurück eben. Und holen dafür Walker rein, der weiß ich nicht, was machen kann. Retardschock, hier, nimm das, Bitch. So, das hat herzlich wenig getan, aber nicht schlimm. Wir benutzen einmal Saltohieb. Ja, wir sollten unsere Ekstase-Tech halt mit Tidus immer weiter usen, damit wir auch irgendwann mal eventuell mal die letzte Ekstase kriegen. Bam! Doppelattacke. Also mit untrainierten Charakteren ist man eigentlich hier, wenn man hier an diesem Ort ist, eigentlich relativ, ja, instant tot, aber glücklicherweise, ja, ist es ja noch gut gegangen. So, hier holen wir jetzt mal eben Ifrit. Ifrit hat, glaube ich, neben Bahamut wahrscheinlich die stärkste Abwehrkraft. Ja, okay, ich glaube, Yojimbo hat sie, aber sagt's kein weiter. So, also der wird ein, so ein Yojimbo, boah, das ist, keine Ahnung. Niemand wird hier, keine Ahnung. Wem kann Yojimbo eigentlich irgendwas tun, ey? Das ist jetzt eigentlich, oder das wäre hier im Prinzip unsere Wunderwaffe, weil da, Yojimbo, okay, gut, Abwehrkraft ist shitty, also da ist wirklich, Ifrit doch der Bessere. So, oder der Beste, wie ich es eigentlich sagen wollte. Aber die Angriffskraft von Yojimbo, die kann man nicht übersteigen und allein Reflex, also Yojimbo wird sogar sowieso ziemlich schwer zu treffen sein. Moment, ich kann jetzt hier nochmal eben, ups, Yuna ist ja bei mir oben jetzt gerade, das verwirrt mich ein bisschen.
Ah, warte, hier ist nichts. Nein, hier ist nichts. Ein Hinterhalt. Na, als ob ich jetzt Lust hätte, gegen dieses Viech nochmal zu fighten. So, ich raff gerade gar nicht, wo man den Level 4 Spheroiden herkriegt. Ich habe gedacht, man wird ihn bei Gagaset das erste Mal sehen, aber irgendwie fehlt bis jetzt irgendwie jede Spur davon. Da habe ich mich ja richtig getäuscht. Na, wo geht's denn dann weiter? Das kann doch nicht sein. Irgendwann mal muss ich das Ding auch bekommen. Ich habe jetzt gedacht, zumindest hier dann. Spätestens hier. Ja, Entfernung ist zu groß. Na, das ist irgendwie blöd. Ach, scheiße. So, na dann, gebt mir mal euren Shot. Die machen übrigens auch bei uns, oder ja. Wenn die uns treffen mit ihren Waffen, ist halt eine gewisse Chance da, dass wir auch in den Zombie-Zustand gelangen und ja. Ist jetzt gerade im Moment halt nicht so gefährlich oder ist eigentlich, kann uns scheißegal sein, weil nach dem Kampf ist dieser Zombie-Status ja sowieso weg. Also, alles cool. Oh ja, Seymours Vergangenheit, aber ich glaube nicht, dass Seymour ihn besiegt hat. So. Leckio mio, my friend. Dich will ich nicht bekämpfen. Du bist ein Arsch. So, jetzt gib mir doch ein verdammtes Level 4 Sphero-Pass-Ding, Mann. Freund Spheroid, ja, ja. An sich ganz schön, ne, aber irgendwie auch scheiße. So. Müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden hier. Ich habe das Gefühl, später bekommt man aber Level 4 Spheroiden so ein bisschen hinterhergeschmissen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich darauf komme, aber es ist auf jeden Fall einfacher. Weiß ich nicht. Komisch. Was? Das ist doch Jack, Braska und Oren. Hey Braska, you don't have to do this. Thank you for your concern. Fine, I said my piece. Well, I haven't. Lord Braska, let us go back. I don't want to see you die. You knew this was to happen, my friend. Yes, but I cannot accept it. Oren, I am honored that you care for me so. But I have come to kill grief itself. I will defeat sin and lift the veil of sorrow covering Spira. Please understand, Oren. Puh, die Vergangenheit. So, ich will da gerade runter, du kleines Arsch. So, also, Leute, an sich hier verpassen wir nichts mehr an Gegnern. Also, das ist eigentlich so ziemlich alles, was wir gesehen haben. So, jetzt benutzt du deswegen einfach mal den Hasenring. Hasenarm oder was auch immer. So, hier kann man nochmal runtergehen und hier finden wir was. Und zwar Level 3 Spheropass. Hurra! Weil wir auch 4 nicht brauchen, zufällig, ne? Nö. Ach ja, schön ist das. Mehr oder weniger. So, hier haben wir noch ein Fortuna-Spheroiden zu holen. Na, Moment. Ist hier noch irgendwas am Rumliegen zufällig? No, ich glaube nicht. Are the trials ahead? Probably. Here too, huh? Give me a break. I was expecting, you know, parades and fireworks. You can ask for them after I defeat Sin. So, und wie man hier eigentlich schon unschwer erkennen kann, da geht's eigentlich rein in den Tempel. So. Was wir aber natürlich machen werden, meine lieben Freunde, und das hattet ihr aber wahrscheinlich auch erwartet, wir machen an dieser Stelle erstmal ein kleines Päuschen und ich sag einfach mal bis zum nächsten Mal, haut rein!